Schmuggel ihn rein. Damen und Herren, hier ist wieder München, hier ist wieder das Olympiastadion mit russischer Musik, gespielt von der Big Band der Bundeswehr Bonn unter der Leitung von Günter Norris. Und ich finde diese Art von Militärmusik wirklich ungemein sympathisch. Die Mannschaften sind noch in den Kabinen und ich gebe jetzt gleich hinunter. Ich glaube, dass Günter Wölbert am Spielfeldrand Interviewpartner hat. Hallo Günter Wölbert, bitte melden. Ja, ich habe hier Ernst Lehner bei mir, einen der besten Rechtsaußen, den der deutsche Fußball je hatte. Und Udo Lattek, den Trainer von Bayern München. Sechs Spieler von ihm sind auf dem Feld. Udo Lattek, sind Sie mit denen zufrieden? Was sagen Sie überhaupt zur Qualität des Spiels? Ich bin mit meinen Spielern zufrieden und auch mit dem Spiel selbst. Es ist sicherlich ein gutes Länderspiel, ohne dass allerdings der zündende Funke da ist. Man merkt doch, dass es nur ein Freundschaftsspiel ist. Ernst Lehner, welche Note geben Sie der ersten Halbzeit? Also ich bin an sich mit dem Spiel sehr zufrieden. Es ist nur der Abschluss des Spiels fehlt, muss man mal sagen. Das Tor. Ja, es wird auch meines Erachtens etwas zu wenig geschossen. Und ich muss sagen, beide Außenstürmer spielen ein sehr gutes Spiel. Vor allem hat mir am Anfang der Krämer gefallen, weil er sehr schnell ist, kurz zu schnellen Antritt. Aber wie gesagt, der Pfeffer fehlt normal. Ne? Udo Lattek, manchmal hat man den Eindruck, dass Günter Netzer ab und zu heimlich nach München kommt und bei den Bayern trainiert, denn so gut klappt es mit der Mannschaft, nicht? Ja, sicher. Sie verstehen sich menschlich gut. Und so einen Mann wie Günter Netzer brauchten wir bei uns im Mittelfeld. Und Günter Netzer spielt gerne mit unseren Spielern zusammen, weil man mit Gerd Müller gut spielen kann, mit Uli Hoeneß, mit Franz Beckenbauer. Das wäre eine Ideallösung, die man anstrebt, aber sicherlich nie erreichen kann. Wir sind fertig.